Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Feed the Beast. Ja, willkommen zurück zu Feed the Beast. Ich habe mal ganz kurz die Night Vision hier für einen kurzen Augenblick ausgeschaltet, um mal zu zeigen, wie hell es hier im Prinzip noch ist. Das Problem lösen wir heute, hoffentlich. Ich weiß nicht, wie weit wir es schaffen, das Problem zu lösen. Zum anderen werden wir das Problem lösen, natürlich, dass hier die Items abtransportiert werden muss. Und dass natürlich auch hier Liquid abtransportiert werden muss. Okay, das sind so die Probleme, die wir aktuell gerade haben. Jetzt sieht man es auch mal wieder, dass es richtig dunkel hier überhaupt eigentlich ist. Mit der Night Vision sieht man das eigentlich nicht so wirklich. Wie gesagt, ich habe sie gerade eben ganz kurz mal ausgemacht, um euch das Ganze natürlich eben zu demonstrieren. Das dauert nämlich immer 30 Sekunden, bevor das natürlich auch anspringt. Mal das ganze Zeug hier ins System geladen und mal ganz kurz nach Pipes geschaut. Eine Wooden Pipe brauchen wir definitiv. Eine Golden Pipe werde ich mir auch mal holen. Dann brauche ich eine Redstone Engine, um natürlich die Sachen mit der Wooden Pipe raustransportieren zu können. Dann hätte ich ganz gerne einen Lever. Ist natürlich ein relativ günstiges Redstone-Signal. Also das geht jetzt in die Kiste rein. Das geht von der Kiste in den Tesseract. Und apropos Tesseract, wo wir gerade schon mal so bei dem Stichwort sind, sind hier natürlich unsere schönen zwei Liquid. Einen lasse ich noch hier drin. Den brauchen wir natürlich später unten für unseren Tank. Und ja, und einen haben wir natürlich hier für unsere Items, die wir jetzt natürlich schön böse Spinne, so im kurz mein Schwert ausrüsten, wobei wir es eigentlich nicht wirklich brauchen, aber zur Verteidigung, du böse Spinne, so, weg mit dir, du machst nichts als nur Ärger, wunderbar. Dann gehen wir ganz kurz hier runter, und zwar, wir wollen unsere schöne Golden Pipe hier mal eben anschließen, das heißt, alle Items fließen jetzt als erstes in die Kiste. Können uns natürlich überlegen, ob wir die größer machen wollen. Brauchen wir aber nicht wirklich. Normalerweise... Oh, der Golem ist echt gut. Der hat die Sachen gleich hier reingetan. Ja, wunderbar, den Cobblestone. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn wir hier was abbauen, landet es natürlich jetzt erstmal in der Kiste. Dementsprechend sollte ich diese gleich nicht erstmal anschließen. Beziehungsweise anmachen. Ansonsten sind gleich unsere ganzen Sachen weg, bevor wir hier nicht wirklich fertig sind. Dann den Lever muss da natürlich auch an. Wie gesagt, der noch nicht anmachen. Dann das Ding einmal kurz gewrenched, dass es hier auch hinzeigt und hier auch abgepumpt wird. Und dann noch der Tesseract, der Item Tesseract natürlich, der hier hingestellt wird. Wunderbar. Jetzt in das Lagersystem nur Send Only, nicht Send and Receive. Ansonsten kommen die ganzen Sachen aus der Quarry natürlich hier auch an. Das ist super ungünstig. Und dann dürfte im Prinzip alles funktionieren. Das Ganze wird hier aus der Kiste wieder rausgepumpt. Der pumpt in die Kiste rein. Und hier unser schöner Wooden Golem sammelt hier in dem Radius auch alles schön brav ein und packt es in die Kiste rein. Gut, ich denke mal, das funktioniert soweit. Das heißt, wir können dem hier mal ganz kurz einen Testlauf verabreichen. Er schießt es rein. Das sollte ins System laufen. Wir covern das Ganze hier, obwohl wir lassen hier mal den Zugang. Ist glaube ich vielleicht... Oh nein! Nein, du böser Golem! Du böser Golem! Was machst du? Nicht so! Doch nicht so, du böser Golem! Okay, das heißt, ich muss den mal ganz kurz eben retten. Da soll er natürlich nicht hinspringen. Mann. Ja, ich habe natürlich vergessen, ihr könnt mir natürlich trotzdem sehr gerne Vorschläge für den Golem machen. Ich kann sie natürlich jetzt nicht umsetzen, weil ich nicht zu Hause bin. Nochmal zur Erwähnung, ich bin momentan auf einer Messe und dementsprechend ist das ein bisschen blöd zu realisieren. Aber deswegen sind auch die Folgen ein bisschen kürzer. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. So, der Golem Worker natürlich hier jetzt einfach hingestellt. Und dann covern wir das einfach so ab. Natürlich jetzt aufpassen, wenn wir jetzt hier was abbauen, nicht, dass er irgendwo hier hinfällt oder runterfällt. Das sollte aber jetzt erstmal soweit funktionieren. Wie gesagt, das fließt jetzt schon mal ab. Wir können jetzt noch das gute Ding hier aufbauen und das stellen wir jetzt einfach
Ja, hier einfach so dahinter. Wobei, nee, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich hätte den lieber eigentlich ganz gerne. Na, 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 na. Den kriegst du nicht. Den hätte ich ganz gerne lieber daneben. Das Problem ist an der Sache, das gute Ding macht auch Licht. Dementsprechend müssen wir das Ganze sowieso etwas dunkler hier jetzt halten, aber egal. Und ich nenne das mal Monster Essence. ME kürzt sich das Ganze an, ab für Monster Essence und Monster Essence In nennen wir das Ganze. Läuft dann auf Frequenz 3, glaube ich. Sollte ganz gut sein. Das ist 2, das ist 1, 3. Wunderbar. Das Ganze steht dann hier auch auf Send Only erstmal. Und kann ruhig Public sein, das ist keine Frage. Dann sieht das hier eigentlich relativ gut aus. Wir müssen es jetzt nur noch dunkel hier kriegen. Wie gesagt, von hier oben kommt Licht. Der ganze Raum ist noch etwas hell, auch durch diese Fackeln. Aber wir bekommen es richtig stockfinster. Und dafür benutzen wir den guten alten Mod Sombcraft. Sombcraft bzw. ja, Tinkers Construct wollte ich schon fast sagen. Somic Tinkers. Für das Ganze brauchen wir etwas Quarz und natürlich etwas Nether Quarz. Wir schmeißen das hier mal ganz kurz raus und umrunden hier einmal ganz kurz ein Stück Kohle, wenn wir dann etwas Kohle hätten. Dort und bekommen hier so etwas, das nennt sich Smoky Quarz. Und das machen wir dreimal, da haben wir 24 Stück. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt muss ich mal nachgucken, wie viel brauchen wir denn insgesamt? Wenn wir 24 Stück machen, dann können wir 12, beziehungsweise wenn wir 24 Stück haben, dann können wir das Ganze 12 Mal machen. 12 Mal kriegen wir das gute Ding hier, diese gute Glasfiole, die, ja, den Shadow herbeibeschwört und die ganze Gegend einfach nur dunkel macht. Supergeil. Dafür brauchen wir aber auch 8 Alumentum. 8 Alumentum und 8 von diesen Glasflaschen. Jetzt bin ich mir ganz nicht mehr so sicher, wie macht man die Glasflaschen? 8 Stück, das passt ja eigentlich. Mit etwas Glas und einmal Clay. Okay, das ist relativ einfach. Etwas Glas und einmal Clay bekommen wir 8 von diesen Glasfiolen. So, die haben wir schon mal hergestellt. Dann brauche ich noch Alumentum. Das muss ich aber drüben erstellen. Dementsprechend laufe ich mal kurz rüber. Ah, die Sonne ist noch da, also kein Problem. Wir haben hier unser schönes, gutes Becken wieder, das wir wieder natürlich mit Wasser auffüllen. So. Und dann müssen wir mal ganz kurz gucken. Was brauchen wir denn für Alumentum? Für Alumentum benötigen wir folgende Zutaten. Wir benötigen 3 Kohle und ich glaube 3 Stein müsste das sein, beziehungsweise 3 Cobblestone. Das ist Mossy Cobblestone, das ist natürlich falsch. Das hier, genau, 3 Cobblestone. Das Ganze müssen wir jetzt 8-mal machen. Das ist schon eine kleine Hausmarke, das Ganze 8-mal zu machen. Aber ja, Stormcraft kann man nicht so wirklich automatisieren. Deswegen, jo, das einfach mal ganz kurz hier reingeworfen. Kohle habe ich. Habe ich Kohle hier noch, zufällig? Hier habe ich noch 2 und 3, das macht nicht so viel Sinn. Einmal ganz kurz hier unser Wireless Access rausholen und hier mal sagen, gib mir doch einfach mal so ein Stack, das ist doch viel, viel besser. Dann brauchen wir noch wieder unseren Zauberstab. Wunderbar. Damit wir auch wieder schön zaubern können. Wie gesagt, wir brauchen, oder wir können ja auch gleich mehr auf einmal machen, korrekt? Und zwar, wie kostet mich das denn? Einen Augenblick, da muss ich mal nachgucken. Mich kostet das 5 Wies. Wir wollen 8 Stück machen. Das heißt also, ne, da kostet uns 40 Wies. Wir brauchen nur bloß 8. Naja, 40 Wies. Also kann ich das alles auf einmal machen. Das heißt, ich brauche für einen, habe ich gesagt. Halt, stopp, das ist ja falsch. Aha, ich brauche Alumentum. Kostet aber auch nur 5. Ich habe gesagt, ich brauche 3 Kohle. 3 mal 8. Macht dementsprechend nach Adam Riese 24 und davon brauche ich auch 3x8, macht auch 24. Also von beiden 24 sollten es tun, wenn wir uns hier natürlich nicht verrechnet haben. Achso, natürlich sollten wir das nicht so machen. Guck mal, weil man füllt immer alles auf.
Das ist natürlich blöd. Da ist der Resupply-Mode gerade etwas ungünstig. Da machen wir mal ganz kurz eben hier den Resupply-Mode aus. Nicht mit dem Mond anklicken, das ist ungünstig. So. Und zwar, was habe ich gesagt? 24 auch vom Cobblestone. So, 24 auch von dem. Huch, die sollte man auch reinschmeißen. Das ist natürlich eventuell etwas gesünder. So, nochmal ganz kurz abzählen. 24. So. Das hat blub gemacht. Und dann machen wir so. Und irgendwohin ist natürlich jetzt unser Alumentum verschwunden. Ah, da oben. 8 Alumentum. Wunderbar, wunderbar. Jetzt müssen wir natürlich noch die Vials, diese werten Herren. Und was müssen wir jetzt noch machen? Jetzt brauchen wir noch einen Zauberstab und irgendwas fehlt noch. Unser Alumentum, das muss hier unten drunter. So, jetzt brauchen wir etwas schwarze Farbe und ein paar Federn. Jo, Federn kriegen wir, indem wir natürlich Hühner entweder scheren oder killen. Und ich weiß gar nicht, wie viel Federn wir überhaupt noch haben. Feather, wir haben gleich 0. Das ist natürlich ungünstig. Feather, Feather, Feather. Haben wir hier noch eine Feather? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Es sieht jedenfalls nicht danach aus. Das Aura-Symbol ist leider nicht auf den Erschatz drauf, soweit ich weiß. Da sitzt nur dieses andere Wind-Symbol drauf. Und wieder einmal suchte er das Aura-Symbol. Oder es ist doch das hier? Ist es nicht das? Es ist doch, oder nicht? Okay, das ist natürlich gewaltig viel Umweltverschmutzung, oder? Oh. Sehr ungünstig. Pfeile, hätten wir noch Pfeile? Pfeile haben wir aber auch definitiv nicht mehr. Und für Pfeile brauchen wir natürlich auch wieder... Ja... Federn. Super. Sonst haben wir das nirgendwo drauf. Jedenfalls nicht so günstig. Ja, nehme ich jetzt die Airshards. Das muss ich 8-mal machen. Und das sind 3 Aspekte, die jeweils zu 6 in die Umwelt gepumpt werden. Das ist schon eine Hausmarke. Und das Ganze 8-mal, wie gesagt. Uiuiui. Aber wir haben momentan keine andere Möglichkeit, das sonst zu machen. Außer ich gehe jetzt großartig Federn farmen. Und da habe ich jetzt auch irgendwie so wirklich nicht gerade Lust drauf. So, einmal ganz kurz eben ins Bett gelegt. Ist natürlich eine Möglichkeit. Wir haben ein paar Federn draußen. Also, dass ich nicht alles im Prinzip hier verseuche. Das heißt, ich nehme mal trotzdem meine Schere. Ich werde mal gucken, wie viel ich kriege. Eventuell haben wir ja ein bisschen Glück und bekommen ein paar Federn hier raus. So, da gibt es auf jeden Fall ein paar. Hier in dieser Ecke scheinen sie gerade nicht zu sein. So, wie viel haben wir denn gekriegt? 2 Stück. Naja, ist nicht ganz so viel. Aber besser 2 als gar keine. Jetzt müssen wir noch die Farbe raussuchen. Die wäre im Prinzip hier. Davon haben wir auf jeden Fall genug. Okay. Dann einzelt diese guten Dinger jetzt mal hergestellt. Und zwar, wir brauchen 2 von denen. Und wie viel habe ich gesagt, brauchen wir hiervon 6. Das heißt, ich schmeiße einen mit 3 Federn jetzt mal hier rein. Dann stellen wir uns einmal her und gucken mal an, wie viel wir noch brauchen werden. Wie gesagt, das ist natürlich eine ganze Menge Umweltverschmutzung jetzt. Aber es lohnt sich, damit kann man wirklich... wirklich, wirklich Räume ziemlich schwarz machen, also wirklich dunkel. Gehen wir mal hier hin und wenden das einfach hier mal so mitten in der Mitte hier an und jetzt breitet sich das Ganze hier schon mal so ein bisschen aus. Und wie gesagt, wenn wir das jetzt überall so ein bisschen verteilen, hier im Raum, also vielleicht noch einmal hier, einmal dort, einmal dort, einmal dort, einmal dort, einmal dort und hier an den oberen Wänden, dann ist es dunkel genug und wie gesagt, dann scheint hier wirklich kein kleines Lichtlein mehr. Okay, wie gesagt, davon brauchen wir jetzt noch mehr. Dementsprechend werde ich jetzt einfach Airshards benutzen, was soll's. Dann ist die Welt hier einfach mal irgendwann mit Wisps verseucht und wir können die einfach mal farmen gehen. Dann wissen wir auch irgendwo mal, die Aura-Note ist. Ja, ist okay.
nützt ja jetzt nichts. Das beruhigt sich dementsprechend hier auch irgendwann mal wieder. So, warten wir mal wieder kurz ab, bis es hier wieder blubbert. Ich wollte gerade sagen, boah, habe ich gerade einen Schreck bekommen? Habe ich gerade alle Inksacks reingeschmissen? Wollte ich mich gerade fragen. Nein, habe ich aber zum Glück nicht. Dementsprechend 1, 2, 3 von denen wieder. Dann davon wieder einen rausgezogen und das Ganze hier wieder rein. Wir brauchen auf jeden Fall die Filter, muss ich hier irgendwann mal bauen, dass wir nicht so viel Umweltverschmutzung betreiben. Eventuell sollte ich mal auch ein Silverwood oder so in die Nähe aufsetzen, dass ich ja auch eine Aura-Regeneration bekomme. Eventuell ein paar Aura-Bienen, also da gibt es eine ganze Menge, was wir machen können. Um das Ganze hier so ein bisschen vor Wisp zu schützen. Aber ich meine, wir können da relativ gut mit leben. Wir sind relativ gut gerüstet und gewappnet. So, ich mache mal noch 5 Stück erstmal. Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Ich denke mal, wir kommen da eigentlich relativ weit mit. Ne, 2 brauche ich da bloß von. Das ist natürlich hier so eine kleine Friemelarbeit, weil man das alles, wie gesagt, immer nur händisch machen kann. Man kann da kein großartiges System jetzt hinter entwickeln, wo man sagt, ich schmeiße jetzt 20 rein und ziehe hier einfach 20 raus. Wäre eventuell noch ein bisschen cooler. Gut, wenn man das Ganze in Flaschen abfüllt, die Aspekte oder so, dann geht das natürlich. Dann hat man die Aspekte ja im Vorrat. Dann würde das natürlich alles super gut funktionieren. So, jetzt haben wir 5 Stück. Mal gucken, wie weit wir mit 5 Stück hier kommen. Und wie dunkel es wir da hinten bekommen. Ich hoffe, wir bekommen es sehr, sehr dunkel. Und ich glaube, da war schon der erste Wisp. Jupp, da ist der erste Wisp. Natürlich, ganz klar. Irgendwann hat man das Ganze... Na, die Dinger auch zu erwischen. Haben wir das Ganze hier natürlich verseucht. Jetzt bekommen wir natürlich auch ein paar Wisp-Shards, die man eigentlich sehr gut auch zum Songcraft erforschen gebrauchen kann. Nur sitzen ein paar lustige Sachen manchmal drauf. Also können wir eigentlich auch ruhig öfters mal machen. Und Schaden, wie gesagt, sollten die uns eigentlich nicht mehr. So, jetzt würde ich sagen, machen wir das Ganze an dieser Stelle nochmal. Huch. Da ist es jetzt mittlerweile dunkel. Dann würde ich fast sagen, ich mache das Ganze an dieser Stelle nochmal. Da wird es auch dunkel. Dann machen wir das Ganze eventuell mal hier. Hier verteilt sich das Ganze auch mal die Dunkelheit. Dann dort. Ja, sieht gut aus. Dann machen wir es nochmal hier. Also wie gesagt, so langsam verteilt sich es. Wir müssen halt noch... Huch, da hat es... Da hat sich's nicht wirklich ausgebreitet, oder? Hier scheint es nicht so wirklich gewirkt zu haben. Okay, wie gesagt, dafür müssen wir halt noch ein paar weitere herstellen. Aber wie man sieht, es wird ziemlich dunkel. Und das ist super geil. Hier können wir noch gucken, ob wir das irgendwie schwarzer oder dunkler bekommen. Hier hinten kann es noch ein bisschen dunkler sein. Und dann interessiert es uns eigentlich auch überhaupt nicht, ob da oben Licht durchfällt. Weil hier ist es wirklich einfach nur düster und das ist perfekt. Wenn wir hier nachher Blöcke hinsetzen, verschwindet das hier auch einfach wieder. Im Prinzip, ich kann es mal zeigen, so weg und ja, man sieht es nicht mehr. Wunderbar. Jetzt haben wir eine ganze Menge hier dran rumgebastelt. Ich werde die restlichen Flaschen jetzt einfach gleich schnell mal offscreen machen, denn ich denke mal, das ist relativ langweilig, wie man die jetzt craftet. Und dann werden wir beim nächsten Mal das Ganze hier noch ausdunkeln, damit es schön, wie gesagt, dunkel ist und dann gucken wir mal weiter, was wir noch machen können und wo wir oder wo noch unsere Baustellen sind und die werden wir dann einfach nochmal angehen. Bis dahin würde ich erst einmal sagen, ciao und auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge.